Sie hören den Kurier. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Vor etwas mehr als einer Woche haben in China die ersten größeren Proteste gegen die Zero-Covid-Strategie der Regierung begonnen. Ausgegangen sind sie just von einer Fabrik von Foxconn, der größte Zulieferer von Apple. Auf Videos ist zu sehen, wie hunderte Arbeiter von einem Großaufgebot schwer gepanzerter Sicherheitskräfte in weißen Schutzanzügen zurückgedrängt werden. Auch Übergriffe wie Tritte gegen am Boden liegende Demonstranten sind dabei gefilmt worden. Nachdem kurz darauf mehrere Menschen in einem Hochhaus verbrennen, die dort wegen Corona-Maßnahmen eingesperrt worden sind, breiten sich die Unruhen auf mehrere Großstädte aus. In China ist auf einmal Feuer am Dach. Aber sind die Proteste nur ein Strohfeuer oder können sie sich auch weiter ausbreiten? Könnten sie dazu führen, dass es im Land der Mitte einen Wandel gibt? Und wie wird sich das Verhältnis zu Europa verändern? Fragen, die uns heute der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, beantworten wird. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist die größte Protestwelle in China seit der Demokratiebewegung von 1989, die damals in einem Massaker an den Demonstranten auf dem Tiananmenplatz geendet hat. In mehreren Millionen Städten gehen jetzt die Menschen auf die Straße, etwa in der Hauptstadt Peking, der Wirtschaftsmetropole Shanghai oder in Wuhan, wo die Pandemie ja einst ihren Anfang genommen hat. Besonders brisant sind die Proteste in Shanghai. Sie richten sich nicht nur gegen die Covid-Strategie der Regierung, sondern auch direkt gegen den Präsidenten Xi Jinping. Die Demonstranten skandieren unter anderem: Nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Doch wie reagiert das Regime drauf? Vordergründig überraschend abwartend, denn die Proteste sind bis dato nicht brutal niedergeknüppelt worden, wie das vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Zurückhaltung ist angesagt. Allerdings haben die Polizeidienste die massive Videoüberwachung dazu ausgenutzt, um die Demonstranten zu identifizieren und sie wenige Tage später einzeln auf die Polizeistation zu bitten. Auch werden die Handys von Passanten abgenommen und stichprobenartig darauf überprüft, ob die Besitzer in die Proteste involviert waren. Der Überwachungsstaat schlägt also ganz wie von George Orwell einst beschrieben in China sehr wohl zu. Die Strafen sind wiederum von Provinz zu Provinz sehr unterschiedlich. Aber selbst wer nicht in Haft muss, dem drohen schwerwiegende Konsequenzen, auch für seine Familie. Arbeitsplätze, Kredite oder Schulplätze sind bei einer Vorstrafe in der Verwandtschaft nur schwer zu bekommen. Wie also sieht es derzeit in Peking aus? Wird die chinesische Regierung die Corona-Maßnahmen lockern? Und wie werden sich die Beziehungen zwischen China und Europa weiterentwickeln? Meine Kollegin Ingrid Steiner-Gaschi hat dazu Jörg Wuttke, den Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China, interviewt. Jetzt ist es genau eine Woche her, seit diese Proteste waren. Wie ist jetzt die Lage bei Ihnen in Peking? Ist es ruhig? Ja, es ist total ruhig, nachdem das Wochenende wirklich überraschend war. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass das ein Schock ist, ein tiefgehender Schock für die Regierung. Nämlich viele der Vorschläge, die wir seit April gemacht haben, was die Covid-Policy angeht, wird auf einmal aus der Schublade geholt und umgesetzt, also zumindest angekündigt.
Das ist einmal das Impfen der Leute über 60, dann das, wenn man symptomatisch ist, zu Hause bleiben kann, dann auch eine bessere Kommunikation, dass die Leute auch merken, man kann mit Omikron leben. Das hätte ich vor einer Woche nicht erwartet, von daher bin ich de facto der Straße sehr dankbar. Also das heißt, diese Signale wurden von der politischen Führung gehört und auch verstanden. Darf man das so verstehen? Ja, genau. Also definitiv gehört, das kommt man auch nicht vermeiden, aber verstanden auch, aber werden sie jetzt umgesetzt? Ja, also ich meine, ich hatte nicht geglaubt, dass so eine elektrisierende Stimmung hier war. Das war ja auch nicht nur in Peking, sondern in 16, 17 Städten. Und in der Tat muss sich China jetzt beeilen, um wieder eine glaubwürdige, reale Politik zu machen, die eben auch, sagen wir mal, wie sagt man eigentlich, eine Exit-Strategy hat, dass man den Leuten sagen kann, da ist wieder Hoffnung, nächstes Jahr ein normales Leben zu führen. Weil das geht ja auf die Wirtschaft, die drückt momentan sehr nach unten. Und zum anderen natürlich auch die Schockwirkung für viele Leute in Katar, die Welt sich treffen zu sehen und dann alle ohne Masken und haben viel Spaß zusammen. Und ich habe jetzt nur gelesen, es gibt vereinzelt Ankündigungen, dass es zu Lockerungen kommen wird. Können Sie das bestätigen? Und welche Lockerungen und wie sollen die ausschauen? Ja, ich kann das bestätigen. Die Ankündigungen sind ja schon mal gut. Ich kann Ihnen danach auch vielleicht ein, zwei E-Mails schicken, was wir letzte Woche gemacht haben, nämlich Mittwoch waren wir aufgefordert worden vom Außenhandelsministerium, die ein super Partner für uns sind, Vorschläge zu machen, und zwar noch am selben Tag. Da denkt man sich ja auch schon komisch, haben die das jetzt nicht über 2 Jahre ausarbeiten können? Da brauchen sie einen Ausländer, der da 5 Stunden an diesem Papier arbeitet. Am nächsten Tag habe ich einen Brief an den Bürgermeister von Peking geschickt und am Freitag habe ich eine große Session absichtlich sehr groß aufgezogen. Ich kann Ihnen die Recording schicken, um eben zu zeigen, was für Möglichkeiten wir sehen und welche Gefahr besteht, das Ökosystem für ausländische Firmen trocken zu legen. Deswegen habe ich es mit Absicht aus einer Schule herausgemacht. Sind Sie eigentlich auch schon mal im Lockdown gewesen? Ja, 3-mal. Also einmal, als ich zurückkam von meinem letzten Trip aus Europa, nämlich im Februar 2020, musste ich zu Hause bleiben. Das war aber relativ noch locker. Dann war ich im Büro Weihnachten 2020 und leider mit meinen 3 Kindern habe da was gemacht. Und dann hatte irgendjemand im Gebäude Covid gehabt. Und dann kamen also 3000 Leute in Lockdown. Da mussten wir 2 Wochen zu Hause verbringen. Und man hat natürlich auch einen Polizisten vor meine Tür gestellt, um sicherzugehen, dass ich nicht in der Nacht aus dem Haus herausgehe. Und das letzte Lockdown war eben Ende Oktober, als ich wieder im falschen Hotel am falschen Zeitpunkt war und wir dann 5 Tage lang zu Hause bleiben mussten. Ist natürlich dann auch nicht so lustig, mit 3 Kindern, 2 Hunden und einer Schwiegermutter 5 Tage hier zu verbringen. Aber das heißt ja, man muss im Grunde immer und jederzeit Angst haben, irgendwo hinzugehen, weil irgendjemand könnte ja Covid haben. Ne? Das ist wirklich so, das ist belastend. Man hat immer den Eindruck, man will elektronisch nicht sichtbar sein, weil man natürlich dann mit diesen Handys dann irgendwo dann doch aufgesammelt wird. Mein Fahrer ist jetzt in 4 Wochen 3-mal im Lockdown gewesen. Ja? Der arme Mann ist total demoralisiert, er hat ein kleines Kind, wohnt natürlich in ganz beengten Verhältnissen. Und das geht unter die Haut. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass die Regierung jetzt begreift, sie müssen die Gefahrengruppe ältere Leute, kranke Leute gut impfen. Sie müssen den Leuten auch Hoffnung geben, zu sagen, also ihr werdet jetzt nicht in diese Zellen da reingeführt, wo man dann 6, 7 oder 10 Tage verbringen muss, nur weil man asymptomatisch ist. Einfach auch den Druck wegnehmen, auch den Leuten erklären, man kann damit leben. Das ist ja für viele hier immer noch angstbesetzt, als wäre es die Pest. Aber auch Sie warnen davor, jetzt radikal aufzumachen, also alles zu öffnen. Ja, definitiv. Das wäre schlimm. Also ich bin der Auffassung, es muss nach und nach passieren. Man muss versuchen, eine flache Kurve hinzubekommen. Omikron wird ansteigen. Flach in China können ein paar hunderttausend Leute sein. Und es muss auch kommuniziert werden, dass sicherlich etliche dann sterben werden, vor allem die, die nicht geimpft sind. Das hat man ja in Amerika gesehen, wenn man dann sieht, wie die Zahlen anstiegen in Dänemark oder Schweden. Fast keine Leute gestorben, weil sie sehr gut geimpft waren. In Amerika sind die Zahlen eben sehr hoch geworden. Das muss man rüberbekommen. Und dann kann man vielleicht in 6 bis 9 Monaten das Land allgemein öffnen und dann auch wieder hoffen, dass die Wirtschaft wieder anspringt
und die Leute wieder ein bisschen Mut fassen. Und stimmt das, dass jetzt momentan fast ein Drittel aller Betriebe und also der gesamte Wirtschaft lahm liegt wegen der Covid-Maßnahmen? Das ist schwer zu bewerten, aber ich nehme schon an, dass also ein Viertel, ein Fünftel, ein Viertel der Volkswirtschaft momentan brach liegt. Ja, und das merkt man auch. Man hat es ja beim herstellenden Gewerbe noch geschafft, die sogenannten Closed Loops hinzubekommen. Sprich, also die Leute leben dann auf dem Firmengelände. Das kann man aber auch nicht überstrapazieren, denn man hat es ja bei Foxconn auch gesehen, was für asoziale Umstände dann herrschen. Die meisten europäischen Firmen haben das noch sehr, sehr gut hinbekommen, sehr vertraglich für die Leute. Sie konnten jederzeit die Firma verlassen und ein Hotel gehen und dann nach Hause. Aber das ist natürlich bei 200.000 Angestellten nicht mehr möglich, die Foxconn hatte. Und deswegen, man muss wirklich sehen, wir sind hier an die Grenze des Möglichen gekommen, Zero-Toleranz. Und zum Glück, glaube ich, ist das seit den Demonstrationen am Wochenende auch der Regierung bewusst. Und die europäischen Firmen in China, können die noch arbeiten? Haben Sie da was gehört? Ja, das herstellende Gewerbe ist im Großen und Ganzen noch mit dabei. Man hat natürlich immer die Befürchtung, dass irgendwann mal die Lieferkette unterbrochen wird. Aber wer natürlich im Service-Sektor unterwegs ist, der ist gekniffen. Also Restaurants, da natürlich Tourismus liegt völlig brach. Dann sind viele auch, die, sagen wir mal, so kleinere Betriebe haben, wie bei mir um die Ecke der Deutsche Bäcker. Der hat jetzt 2 Wochen lang nichts machen können. Einmal eine Woche war sein Laden geschlossen, das zweite Mal war er leicht, war er auch in dem Lockdown erwischt worden und heute durfte er wieder aufmachen, aber darf nicht über den Laden verkaufen, sondern nur über das Internet. Also von einer Hürde zur nächsten und diese Leute haben eine Überlebensfähigkeit von, sagen wir mal, 3 Monaten und danach müssen sie den Laden für immer schließen. Und das ist nicht nur bei dem Deutschen Bäcker so, sondern eben bei den meisten chinesischen Kleinunternehmern. Jetzt hat es doch immer geheißen, die Chinesen akzeptieren sozusagen ihr politisches System, ihr restriktives, solange es möglich ist, dass man Wohlstand generiert. Ja? Jetzt kam das irgendwie zu einer Bremse. Warum, glauben Sie eigentlich, ist das nicht schon früher passiert, dass jetzt da Aufstände gibt oder Proteste zumindest? Ja? Also zweierlei. Einmal natürlich die internationalen Umstände waren nicht gut, sodass man immer mit dem Fernsehen oder über die Medien verbreiten konnte, uns geht es ja noch blendend hier. Und das hat ja getragen bis Ende letzten Jahres. Dann fing an, die Welt sich langsam zu öffnen und mit dem Omikron zu leben, währenddessen China natürlich im Mai also wirklich spektakulär runtergegangen ist, Shanghai-Lockdown im März, April. Und seitdem ist im Grunde genommen die Welt zweiläufig. Man trifft sich, man fliegt überall herum. Das ist den meisten Leuten aber nicht so bewusst. Das kam erst richtig durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar über die Fernseher rein. Und das Zweite ist eben, dass durch diesen Niedergang der Wirtschaft, die ja 2020, 2021 extrem gut gelaufen ist. Wir hatten alle 2021 ein Rekordjahr. Dass natürlich nach dem 2. Quartal die Wirtschaft wirklich jetzt vor sich hin verkümmert. Und wir dieses Jahr eben auch das erstmalig die Situation haben, China wächst wahrscheinlich 2,8% im Bruttosozialprodukt, der Rest Asien 5,3%. Und dann ragen natürlich Indien und Vietnam mit 7% heraus. Das heißt also, viele europäische Unternehmer verlassen nicht China, sondern überlegen sich, ob sie nicht ein zweites Standbein in den Ländern haben sollen. Aber auch bei vielen chinesischen Unternehmern ist das so, dass sie sagen, also jetzt weiß ich nicht, ob das hier so gut aussieht. Wir sehen ja auch eine Absatzbewegung von chinesischen Unternehmern in den Rest von Asien. Das bringt mich zur generellen Frage, zur generellen Geschäftsklima zwischen Europa und China. Das hat sich eindeutig verschlechtert in den letzten Jahren. Wann hat diese Entwicklung begonnen? Mit Präsident Xi Jinping oder hat China einen Paradigmenwechsel vollzogen von Öffnung auf wieder mehr sich zurückziehen? Oder wie können Sie das beschreiben? Ja, als Dinosaurier des China-Geschäftes hier war sicherlich die Hochphase zu dem Beitritt zur Welthandelsorganisation und dann die Umsetzung dessen. Auch die Phase 2000, wo dann die EU-Kammer gegründet worden ist, mit viel Optimismus, weil man gesehen hat, China will sich öffnen und wir wollten mit Ideen dazu beitragen. Sag mal, es wurde dann in der späten Hu-Jintao-Phase schon etwas weniger geöffnet. Da waren die Interessengruppen der chinesischen Industrie schon unterwegs, um die Ausländer rauszuhalten. Und dann natürlich mit Xi kam die weitere Dimension des, sagen wir mal, sehr selbsttriumphalen Auftretens und der Konfrontation eben mit anderen Ländern, da vor allem natürlich die USA.
dass Trump dann Präsident war, hat sicherlich auch nicht besonders geholfen. Aber im Großen und Ganzen war einfach wirklich hier auch feststellbar, dass diese Sturm- und Drangphase der chinesischen Wirtschaft 2000 bis 2015 sicherlich zu etwas zur Hupes beigetragen hat, sodass man glaubte, man könnte alles hier im Grunde genommen aus China selbst heraus machen und man bräuchte nur die Ausländer in einigen Nischenprodukten. Und deswegen sind wir hier in einer großen Volkswirtschaft eigentlich auch relativ mit kleinen Nummern unterwegs. Wir sind im Grunde genommen Nischenspieler. Die Europäer, meinen Sie? Ja. Mhm. Ja. Also war diese Sturm- und Drangphase also eher die Ausnahme der chinesischen Wirtschaftspolitik? Ist man jetzt wieder zum... Ja, würde ich sagen. Im Grunde genommen war das die Zeit, auch bei Premierminister Zhong Ji und auch jetzt dem gerade verstorbenen Jiang Zemin, die, sagen wir mal, wirklich China intrigieren, einbilden wollen. Das war so mal der Höhepunkt dessen, was Deng Xiaoping eingeführt hat. Ich kam ja zum ersten Mal nach China 1982, da war gerade der 12. Parteitag und der 12. Parteitag war alles für Öffnung und Integrierung und jetzt habe ich gerade den 20. Parteitag mitgemacht und das war alles über wir stehen alleine da, wir müssen kämpfen und mehr mit Abschließen zu tun. Das ist natürlich ziemlich bitter nach so vielen Jahren zu sehen, dass China sich eher in die andere Richtung bewegt. Also das muss man sehen, wie weit das jetzt weiter vorangetragen wird, aber Covid hat sicherlich auch dazu beigetragen. Und gibt es denn überhaupt noch europäische Unternehmen, die jetzt neu nach China gehen wollen? Neu überhaupt nicht. Es kommt keiner neu nach China. Das ist einfach reisebedingt nicht möglich. Die Leute gucken sich das an. Die Wirtschaft, sagen wir, rumpelt vor sich hin. 2,8%. Rest der Asien geht gut. Und man guckt sich auch, sagen wir mal, eher Lieferkettenproblematiken an. Ein Schiff, das beim Suezkanal schräg steht, hat uns ja eine Lehre gegeben, dass, sagen wir mal, weit entfernte Lieferorte dann eben doch zu Problemen führen. Es gibt auch eher eine, was wir im Englischen als Nearshoring nehmen, etwas eher zu Hause machen. Zu Hause kann der Mittelmeer sein, kann Osteuropa sein. Also es ist schon hinwendbar, dass wir im Grunde genommen die China-only, nur China gilt, Geschichte jetzt erstmal abhaken können. Das heißt aber nicht, dass China jetzt zweitrangig behandelt wird. In den Bereichen Chemie, Automobil, Maschinenbau gibt es kein zweites China. Mhm. Da muss man hier mit dabei sein. Und das zeigen auch die Zahlen, dass de facto die größten 10 europäischen Firmen, sagen wir mal, vor 6, 7 Jahren noch die Hälfte des europäischen Investments hier ausgemacht haben. Jetzt sind es ja 80%. Das heißt, die Großen dominieren und bleiben am Ball, aber die Kleinen stellen ihre China-Operationen auf Autopiloten und machen neue Sachen irgendwo anders. Mhm. Ja. Und das ist auch, glaube ich, die Tendenz, abgesehen davon, dass sicherlich auch die neue Diskussionen über Carbon-Neutralität dann dazu führen, dass man sich guckt, ob man jetzt nochmal einen besser verträglichen Ort, Standort, Investitionsstandort hat als China, weil ja China immer noch sehr dominant ist mit Kohleindustrie. Und wenn Sie die Forderungen in Europa hören, die immer lauter werden von wegen Decoupling von China, ja, was halten Sie denn davon? Ja. Ja, also Decoupling ist wirklich unnötig und unsinnig. Decoupling hieß ja nichts anderes, als sich von einem Markt zu verabschieden, der ja relativ viel doch noch Jobs in Europa kreiert und auch de facto den Leuten ja gefällt. Ich meine, man muss sich überlegen, Decoupling von was? Wir haben in den ersten 8 Monaten 4 Millionen 40-Fuß-Container gesehen, die von China nach Europa gehen. Also 4,1 Millionen, glaube ich, Container. Da ist eine Menge an Elektronika, Mobiltelefonen, Spielzeug, Möbel, Sportinstrumente, Medical Equipment drin, die anscheinend unseren Leuten in dem Laden gefallen. Ja, das sind ja alles durch die Bank, alles Produkte, die wir woanders her auch beziehen können. Da ist ja der große Unterschied zu Russland. Spielzeuge kann ich auch woanders kaufen, Möbel auch. Ich gab nicht diese Abhängigkeit von Öl und Gas, wie ich sie von Russland hatte. Und deswegen, dass die Coupling ist da in der Hinsicht, müsste man den Normalverbraucher fragen, willst du denn jetzt unbedingt chinesische Produkte kaufen oder geht es nicht vielleicht auch aus der Türkei oder aus Nordafrika? Das, wo wir uns wirklich mit beschäftigen sollten, ist die Diversifizierung von China in Bereichen, in denen China eine monopolistische Struktur hat. Also wo wir abhängig sind, das ist einmal die Pharma-Vorprodukte, ganz da besonders natürlich Penicillin. Da hat ja Österreich eine sehr gute Figur gemacht vor 1, 2 Jahren,
als sie dafür gesorgt haben, dass die letzte europäische Penicillinfirma in Österreich bleibt. Da muss man eben mit Industriepolitik nachhelfen. Dann die berühmten seltenen Erden, die wir ja auch eine starke Abhängigkeit haben. Und wir haben das mal untersucht, das sind, sagen wir mal, 20 Produktgruppen, die in Summe relativ wenig Geld ausmachen, aber in der Wirkung relativ tief eingreifen in unsere Volkswirtschaft. Da muss man gucken, ob man unabhängig bleibt. Aber bei den anderen 130 Produktgruppen, wie gesagt, also Spielzeug, Unterwäsche und so weiter, da muss man eben sagen, wenn ihr das so toll findet aus China, dann kauft dann weiter. Wir müssen aber auch kommunizieren an die Chinesen, dass sie sehr viel abhängiger von uns sind als wir von ihnen. Diese 4 Millionen Container in 8 Monaten sorgen hier für 16 Millionen Jobs. Und da frage ich immer, wie viel kreiert denn China an Jobs in Europa? Mhm. Wie viel wird denn importiert aus Europa und wie übersetzt sich das in Jobs? Und da glaube ich, da sind wir unterrepräsentiert im China-Geschäft. China kreiert nicht genug Jobs in Europa. Ich sehe, Sie sind relativ kritisch, was die chinesische Wirtschaftspolitik angeht. Wie ist denn das möglich? Fürchten Sie da keine Repressionen? Da sicherlich gefällt einigen chinesischen Würdenträgern das nicht. Auf der anderen Seite wissen Sie auch, dass in Essenz die EU-Kammer Papiere produziert, die ja versucht, die chinesische Wirtschaft zu reformieren. Wir glauben ja, dass China immer noch eine Fähigkeit hat, besser zu werden und jetzt nicht dominanter zu werden. Also das ist Kritik im Grunde genommen, muss faktenbezogen sein. Und bisher habe ich noch nie Kritik bekommen von einem chinesischen Würdenträger, dass ich meine Fakten nicht im Griff habe. Die sind an die Sprache nicht gewöhnt. Die sind an die direkte Ansprache nicht gewöhnt. Gleichzeitig mögen sie das auch, weil wir von außen heraus praktisch Anstöße geben können, um eben Sachen zu diskutieren, die innerchinesisch sehr schwierig sind. Zum Beispiel gerade in den letzten Wochen die Covid-Politik, wo wir klare Vorschläge gemacht haben, de facto die Regierung auf uns zukommen, macht mal Vorschläge und dann weiß man schon, intern können sie die selbst kaum voranbringen, da muss eine ausländische Stimme kommen, denn wir sind immer noch Außenseiter hier, aber Außenseiter mit Sinn. Und wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie da, die Wirtschaftskammer oder die gesamte? Ja, ich glaube, dass wir als EU-Kammer sicherlich die treibende Kraft hier sind. Wir sind gut aufgestellt, um eben über Decoupling zu reden, über Belt and Road, über Carbon-Politik, über Forschung und Entwicklung. Da sind wir diejenigen, die die großen Themen zur Diskussion stellen. Und von daher haben wir sicherlich auch so einen gewissen Narrenfreiheit bei der chinesischen Regierung, weil wir wirklich mit viel Fairness und viel Faktenwissen Themen ansprechen. Ob die das dann alles umsetzen, ist natürlich dann nicht mehr unser Problem, sondern deren Problem. Ich hätte noch zwei Fragen. Und zwar, warum funktioniert das mit dem Impfen so schlecht in China? Ja, das ist die große Frage. Also ich spekuliere da erstmal. Erster Punkt ist, die chinesische Politik hat am Anfang dafür gesorgt, dass nur Leute unter 60 geimpft worden sind. Ja? Also damit projiziert haben, also über 60, da muss ein Problem sein. Das ist vielleicht gesundheitsgefährdend. Und das haben sie durchgehalten, 1-2 Jahre lang. Und jetzt haben wir den Salat in der Hinsicht, dass die Leute denken, wenn ich alt bin, ein Boosterschuss oder was auch immer, kann problematisch werden. Das hat man, glaube ich, diese Woche erkannt nach den Demonstrationen und hat explizit Leute interviewt, die über 60 sind, krank sind und den Schuss, die Impfung überlebt haben oder davon auch Nutzen gezogen haben. Und das andere ist, wenn man hier 2 Jahre lang mit null Covid lebt, dann fragt man sich ja, wenn es hier gar kein Covid gibt, warum soll ich mich impfen lassen? Und ich glaube, da hat man eben Ende letzten Jahres den Zug verpasst und hat praktisch am Anfang des Jahres noch von dem Nimbus des Erfolges null Covid gelebt und glaubt, man kann das durchhalten. Eigentlich ein Irrglaube anzunehmen, dass die Welt irgendwann mal Omikron-frei sein wird. Und dann eben China wieder öffnet. Es hat klar gezeigt, es war eine Fehlentscheidung. Und deswegen im Grunde genommen, jetzt ist man dabei, das nachzuholen. Also China ist da ein Nachzügler. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann steht die Führung eigentlich nur vor schlechten Optionen. Entweder man bleibt noch bei strikterer Politik, also nicht mehr 0,0, aber 0,1 von mir aus. Ja. Die Zahlen werden trotzdem steigen. Und gleichzeitig wird die Wirtschaft trotzdem nicht zurückkommen. Und gleichzeitig wird aber auch die Wut der Bevölkerung nicht wirklich gelindert.
Ja, die Optionen sind alle, sagen wir mal, mehr oder weniger hässlich. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt, glaube ich, auch den Mumm und den Mut gefasst, eben eine Narrative aufzubauen, dass es weitergehen kann. Dass man eben jetzt wirklich einen schwierigen Winter hat, in dem es mehr Fälle geben wird, wo Leute sterben. Das war ja bisher immer die Argumentation. Es war ja nicht nur null Fälle, sondern null Tote. Das wird sich auch ändern. Aber gleichzeitig kann man den Leuten auch erklären, wir machen das, um das Land wieder zu öffnen. Bisher hat man ja nie von Öffnung gesprochen. Und man hat ja nun festgestellt, man kann China jetzt nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag geschlossen halten, weil die Wirtschaft dabei kaputt geht. Und ich glaube, wenn man jetzt erklären kann, Leute, jetzt machen wir das alle mal zusammen, wir impfen, wir schützen uns, wir müssen weiter noch testen und dann in 6 bis 9 Monaten können wir graduell je nach dem Ort dann öffnen und dann können wir wieder hoffen, dass wir wieder Anschluss finden an die Welt und wir wieder reisen können und Leute zu uns kommen und dass damit auch wieder die Wirtschaft überlebt und wir nicht die Angst der Arbeitslosigkeit am Horizont sehen. Ich glaube, das ist wichtig rüberzubekommen, aber es wird sicherlich ein kalter Winter, ein schwieriger Winter. Und gibt es jetzt schon ganz konkrete Vorschläge, was jetzt passiert oder wie die Lockerungen aussehen sollen? Ja, und zwar die ganz konkreten Vorstellungen kamen also ganz 2 Tage nach den Demonstrationen. Man hat vorgegeben mit genauen Zahlen, wie viele Leute jetzt über 60 und über 80 geimpft werden sollen, zu welchem Grad die geimpft werden sollen. Ja, das hat man so noch nicht gesehen. China hat ja eine unglaublich gute Fähigkeit, viele Leute schnell zu impfen. Das haben sie 2021 gezeigt. Dort haben sie 20 bis 30 Millionen Impfungen pro Tag hinbekommen. Und dann haben sie das im Mai abgestaltet, in der sie gesagt haben, Zero Covid bleibt dabei. Haben die Leute verstanden, also wenn Zero Covid ist, dann wollen wir nicht impfen lassen. Wir sind momentan bei 100 bis 200.000 Impfungen am Tag. Also wir sind hier schneckenmäßig unterwegs. Und deswegen glaube ich, diese Andeutung, wir werden jetzt eine richtige Impfkampagne machen, das braucht etwas Zeit, um das anlaufen zu lassen, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Facilities hinzubekommen. Aber ich glaube, die klare Vorstellung, wie viel Prozent von den Alten so und so geimpft werden müssen, ist eine Zielvorgabe. Und China ist sehr gut mit Zielvorgaben. Meistens erfüllen sie die auch. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt gucken, dass die Maschinerie anläuft. Sie kann es, aber sie war de facto irgendwo eingestaubt. Okay, also das Konkrete sind die Impfvorhaben, aber wo jetzt Leute weniger in den Lockdown müssen oder so, da gibt es noch keine Vorgaben. Ja, das ist der nächste Schritt und das wird sicherlich schwierig sein. Das wäre aber ein Schritt, der relativ meines Erachtens einfach zu bekommen ist. Weil momentan haben mehr Covid-Fälle dazu geführt, dass man mehr diese Lager gebaut hat. Das ist, sagen wir mal, bei 3.000 oder 4.000 Fällen noch möglich. Aber wenn jetzt 100.000 Fälle auf uns zukommen, dann kann man so schnell gar nicht diese Dinger aufbauen. Man hat auch nicht mehr die ganzen Umstände dafür, die Ärzte, die Betreuung und so weiter. Da muss man wirklich jetzt sagen, Leute, dann bleibt zu Hause. Ja, und dann müsst ihr euch selbst testen. Das hat man ja in anderen Ländern, auch in Österreich, vorgemacht. Und dann müsst ihr eben nach 5-6 Tagen entscheiden, ob ihr dann wieder mit dabei seid. Ja, wir vertrauen euch. Das ist ja immer diese Sache. Die Regierung vertraut seinen eigenen Leuten nicht. Ich glaube, da kann man ein bisschen mit Vertrauensvorschuss sagen, dass es auch in eurem Interesse dann zu Hause zu bleiben und jetzt nicht irgendwo unterwegs zu sein. Diese Schreckensvorstellung der weißen Leute, dass sie einen einsammeln, sitzt so tief in den Normalbürgern, dass da wirklich eine Menge passieren muss, denn damit ist allmählich die Regierung zum weißen Mann geworden, zu dieser Schreckensvorstellung. Irgendwann werde auch ich eingesammelt werden. Die weißen Leute, das sind die Covid-Arbeiter. Also in diesem Hazmat Suit, die im Grunde genommen, sind ja auch arme Kerle, ja, die sitzen den ganzen Tag dort in diesen weißen Anzügen. Jeder hasst sie und sie tun immer einen furchtbaren Job. Ja, ich meine, wir müssen uns ja hier in Peking jeden Tag testen lassen. Ja, da gehe ich mit meinen 3 Jungs zum Testingstisch, Mund auf, Stab rein und dann bis morgen wieder. Ja, ich meine, das ist ja für die Leute auch nicht lustig. Also pro Tag, sagen wir mal, 5.000 Münder reinzugucken und das bei einer Affenkälte draußen. Ja, es ist minus 8 Grad momentan. Also von daher, sagen wir mal, wäre das wirklich ein Fortschritt, Vertrauen vorzubringen und zu sagen, bleibt zu Hause und wir werden euch sporadisch testen, aber ihr müsst euch selbst testen, seid mit dabei, wir machen das gemeinsam. Diese Kommunikation ist in China noch nicht durchgedrungen.
Und wir schauen jetzt noch kurz zu weiteren Themen. Der Kreml hat auf die Forderungen von US-Präsident Joe Biden nach einem Kriegsende in der Ukraine reagiert und einen Abzug der eigenen Truppen von dort ausgeschlossen. Die militärische Spezialoperation geht selbstverständlich weiter, hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Freitag gesagt. Aber zugleich war, ist und bleibt Präsident Wladimir Putin offen für Kontakte, für Verhandlungen, sagt Peskov. Unterdessen gehen die Kämpfe auch nach Wintereinbruch unvermindert hart weiter. Russische Truppen haben die vor kurzem von der Ukraine eingenommene Stadt Cherson und andere Teile der Region bombardiert. 3 Menschen sind gestorben, Dutzende sind verletzt. Und in Österreich ist derweil die Reform der Arbeitslosenversicherung gescheitert. Auch im letzten Anlauf hat es keinen Konsens zwischen den Regierungspartnern gegeben. Damit wird es in der laufenden Legislaturperiode keine große Novelle für den Arbeitsmarkt geben. Das hat Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP am Freitag vor Journalisten in Wien gesagt. Gescheitert sind ÖVP und Grüne insbesondere an der Anpassung der Zuverdienstgrenzen und der Neuausgestaltung des Arbeitslosengeldes. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik over and out.